halten. Oh mein Gott. Riesen. Slums sind ja richtig schön. Überall Zelte. Da ist Runkel, der Älteste. Ihr kommt von der Welt da oben. Ist also die Zeit aus der Prophezeiung gekommen? Nee. Ist das ein Omen für die Rettung meines Volkes? Nein. Oder ist es nur ein weiteres falsches Zeichen, das uns in die Irre führen soll? Ey, er hat recht. Erkündet ihr die Prophezeiung? Seid ihr das Licht, das uns durch die Dunkelheit führt? Oder wollt ihr wie so viele andere nur unsere Träume zerschmettern und uns mit unerfüllten Versprechen zurücklassen? Ihr habt's genau erfasst. Der hier ist verrückt genug, um gefährlich zu sein. Sprecht zu mir, Oberweltler. Sagt mir, welches Schicksal auf uns wartet. Der Tod. Erlösung oder Verdammnis? Verdammnis. Sprecht, Oberweltler. Ich flehe euch an. Wovon redet ihr, alter Mann? Also gut, dann könnte ich euch ein paar Fragen stellen. Ihr seid ganz offensichtlich ein völlig durchgedrehter alter Knacker. Das passt. Alt, ja. Aber durchgedreht? Nein. Vielleicht kann ich es euch verdeutlichen. Einige Dinge zumindest. Mein Name ist Rukil. Ich bin Pingpong. Was wollt ihr von mir, Rukil? Komm zur Sache, alter Mann. Einst wurde ich aufgrund meiner Weisheit verehrt. Jetzt sind wir durchgedreht halt. Im Verlauf der Jahre fielen die Dorfbewohner vom wahren Weg ab. Schlussendlich gab es nur noch eine Schülerin, die meinem Weg folgte. Und jetzt ist sie auch nicht mehr. Nein. Schau mit eurer Schülerin, ich hab doch so ein bisschen keine Zeit. Gut, dann von geschwafelt, man sieht sie, verrückter Kerl. Einen Augenblick bitte, Oberweltler. Ich muss wissen, ob ihr die Person seid, auf die ich gewartet habe. Bitte, ich flehe euch um Hilfe an. Moment mal. Meine Schülerin ist verloren gegangen. Ich schickte sie in die Slums, um, sagen wir, nach etwas zu suchen. Mehr kann ich nicht sagen. Noch nicht. Leider ist meine Schülerin nicht zurückgekehrt. Oh. Bitte, Oberweltler, werde... Ja, ich werde nach der... Ich... Es kann schwierig werden. Ja, ja. Ich wünsche euch... So. Ich habe jetzt endlich mal eine Nebenquest, eine vernünftige. Ich muss so eine Schülerin suchen. Ah, Ausgestoßener. Ah, er ist ausgestoßen. Jetzt ein bisschen noch das Dingsens erkunden. IGA. Hey, ihr seid doch nicht aus dem Dorf. Doch. Ihr seid aus der Oberwelt, oder? Ja, genau. Ihr habt sicher Credits. Vorsicht, irgendwas stimmt mit dem Kerl. Ja, der traut auch keinem. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich heiße Aigir. Ich betreibe einen kleinen Gebrauchtwarenladen hier. Wollt ihr etwas kaufen? Ja. Ich habe ein paar gute... Ein paar Medikits. Ist nicht die beste Ware. Hauptsächlich Zeug, das jemand irgendwo im Müll gefunden hat und so. Aber die... Antidot-Kit... Medikit, das ist doch mal was Schönes. 30, ja 552 Credits, das kann ich mir eins kaufen. 3 Medikits. Echiani Kampfpanzer. Rüstungskenntnis, Mitte... 1300. Was er nicht meint. Vibrido-Schwert. Ultraschallgeneratoren versuchen diese Echani-Schwert mit Energie. Oh, was ist das nicht für futuristische Waffen gibt? Ich kaufe mir das jetzt einfach, das Vibro-Schwert. So, Zielfernrohr für was? Ja, das muss ich mir kaufen hier. Zielfernrohr für Karth. Because er schießt oft so oft daneben. Dann kann ich dann mal gucken, was ich jetzt hier umstellen kann. Chaos. Vulkar-Schockstab. Da werde ich mir jetzt aber die Vibro-Klinge ein. Okay. Hier werde ich mir Vibro-Klinge. 1 bis 10, 2 bis 12. Das ist doch mal schön, das Vibro-Schwert. So. Der hat jetzt 2 Vibro-Schwerter. Boah, die sehen genial aus. So, und jetzt kommt ein Karth noch dran. Da, Blaster-Schwert, Blaster-Pistole, was hat die? 2 bis 7, 1 bis 8.
Nee, Kutsch weiter nicht. 1 bis 8. Dann sind wir über 2 bis 7 oder 1 bis 8? 20 bis 20 mal 2. Nö, ich nehme Karth Blaster. Der ist irgendwie immer noch am besten. Kann ich jetzt irgendeine Ausrüstung nehmen? Ah, ich kann 2 nehmen, ne? Jetzt hat er nicht 2, jetzt macht er so einen auf. Ja, auf was macht er einen? Hallo, wie kann ich denn das Dingsens nehmen? Zielfernrohr. Ich möchte gerne da Zielfernrohr. Wieso kann ich das nicht verwenden? Oh, ich brauche dafür eine Werkbank. Toll. Nein, ich wollte... Böse, böse, böse. Ich wollte hier 2 Waffen reinhaben. Blasterpistole. Erstmal Cast-Pistole. Und Blasterpistole. Okay. So, jetzt spielt er einen auf Dualities. So. Jetzt geh noch zu Hester und dann mache ich, glaube ich, aus. Das ist am besten. Lauf, Händler, lauf! Genau, renn um dein Leben! Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Er wird es schaffen. Lauf, Händler, lauf! Was ist denn da? Öffnet das Tor. Rasch. Es ist nicht viel Zeit. Das kann ich nicht. Die Rakule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Oh. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Außer ich. Ich bin unsterblich. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das Mutanten! Bitte, mach, dass er das Tor öffnet. Händler wird sonst sterben. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Rakule in der Nähe sind. Öffne das Tor, ich werde die Rakule vernichten. Ihr habt recht, es ist zu gefährlich. Da ist das Tor geschlossen. Ich bin nur gekommen, um das Spektakel anzusehen. Ja, das ist gut. Ihr Monster! Wie könnt ihr so etwas sagen? Jemand muss etwas unternehmen. Es tut mir leid, Hester. Es gibt nichts, was wir tun können. Für Händler ist es schon zu spät. Oh. Nein! Händler! Nein! Nein! Und jetzt kommt der epischste Tod ever. Okay, er ist tot. Und damit beenden wir auch das LP. Ich glaube, ich habe lang genug aufgenommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.